Und dann kam also nach einem Vierteljahr ungefähr eine Anfrage von Werner Fischer, der damals auch Regierungsbeauftragter war für einen runden Tisch für Stasi-Sachen, dass für die Innenverwaltung Thomas Krüger eine Projektgruppe zur Stasi-Auflösung zusammenstellt. Vielleicht einmal nochmal sagen, wer das war, Thomas Krüger. Thomas Krüger war ein junger SPD-Politiker, der in der Maggi-Senatzeit, also in der Zeit, wo man noch ein Ost-Berlin hatte und ein West-Berlin hatte, der Innensenator für den Ostteil der Stadt war. Und der hat also in der Anfangszeit, also im Sommer 90, hat er das Innenressort geleitet. Und der hat dann so eine Projektgruppe zusammengestellt, drei sogenannte Stasi-Auflöser, ein West-Berliner Richter, ein Verwaltungsangestellter, was ich sehr interessant fand, auch ein Menschen von der West-Berliner Polizei, organisiertes Verbrechen. Das dachte ich, kann ich mit dem, was ich hier gerade erlebt habe, gut zusammenbringen. Das war also eine ganz spannende Truppe. Und da bin ich angesprochen worden und da bin ich dann im Sommer praktisch ins Rote Rathaus gezogen. Hatte ich da ein Büro eine Zeit lang im Roten Rathaus und haben das dann da gemacht. Und was war Ihre Aufgabe in dieser Gruppe? Das waren so mehrere Schwerpunkte. In erster Linie den Innensenator zu beraten, bei allen möglichen Problemfragen, was Stasi betrifft. Also was kann hier passieren, was sind hier für Hauptdinger, wo sind die Schwerpunkte. Das war ein Teil. Dann war ein Teil, ich habe versucht, die Dinge, die wir in der operativen Gruppe irgendwie eingesammelt hatten, diese anermittelten oder aufgefallenen Sachen irgendwie zusammenzuraffen und die zur Anzeige zu bringen, dass man gegebenenfalls sie noch bearbeiten könnte. Das war so die eine Linie, dass man die Erkenntnisse weiter nutzen könnte. Und ein anderes war halt, dass jetzt faktisch eine Personalüberprüfung für die Stasis, die denn in die Produktion oder wohin auch immer gegangen sind, gemacht hatte, weil das war schnell zu erkennen, dass die vielen Stasi-Mitarbeiter, die ja nicht mehr in der Behörde arbeiten sollten, wo ja einvernehmbar, aber irgendwo hin mussten, und die sind natürlich in den öffentlichen Dienst gedrängt, die sind in sämtliche Institutionen gezwängt. Häufig war ja in der DDR-Struktur das so, dass die Frauen der Stasis die Kaderleiterinnen in den Betrieben waren, also die Personalchefs. Und die haben also sehr wohl versucht, ihren Kreis dann wieder unterzubringen in freie Stellen, wo man ja sagt, eigentlich ist ja ein schön Stasi in die Produktion, so war die Forderung. Und wenn die dann irgendwo ankommen, irgendwann machen das ja auch nett. Wenn es aber dazu führt, dass die anderen dann dafür rausfliegen, dann wird das auch schon wieder ärgerlich. Und der Punkt war dann dran. Und dann wurde also jedenfalls angefangen, auch in diesem Kreis zu überlegen, wie kann man da verantworten, dass Stasis jetzt im öffentlichen Dienst weiterarbeiten, zum Beispiel? Da wurde dann ein Fragebogen entwickelt mit den Westverwaltungsleuten. Und das System lief dann in die Richtung, dass alle Leute des ostöffentlichen Dienstes, glaube ich, diesen Fragebogen erstmal ausfüllen mussten, ob sie in irgendeiner Art und Weise mit der Stasi Kontakt hatten, ob sie irgendwelche Tätigkeiten hatten und so weiter und so fort. Und diejenigen, die dann das Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben, ja, hatte Kontakt und so weiter, die sind dann zu einer Befragung gekommen. Und diese Befragung, das war dann irgendwie so das Endstück meiner Stasi-Tätigkeit, die ging dann, man wurde dann faktisch, also Leute, die da das Kreuz gemacht haben, die wurden dann irgendwie zu Personalgesprächen geladen. Da war dann in der Regel der Bezirksbürgermeister dabei, der zuständige Stadtrat, der Personalchef und was auch immer. Also schon dick besetzte Runden. Und dann war irgend so ein kleines Jeepchen, was dir dann erklärt hatte, dass er wie alle anderen auch nur Kraftfahrer oder Krankenschwester war und die anderen waren ja die Schlimmen und alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Und man musste dann faktisch über diese eine Person entscheiden, ob der weiter beschäftigt werden soll, das war eine Möglichkeit, oder ob er entlassen werden soll, oder ob er weiter beschäftigt werden kann, aber keine leitende Position übernehmen kann und so weiter. Das war das Ziel der Veranstaltung. Das war sehr anstrengend, komisch. Man hat sich da unheimlich viel Märchen angehört. Also dazu wussten wir mittlerweile zu viel in diesen Gesprächen. Und ich habe dann irgendwann auch, weil mir die Märchen, die erzählt haben, zu viel wurden, angefangen, mir im Vorfeld immer, wen gucken wir uns jetzt an zum Gespräch. Also da bin ich immer vorher hingegangen, habe mir die Namen geben lassen. Und wir hatten uns irgendwie
irgendwelche Daten geklaut, das geht alles gar nicht mehr. Oder wobei jetzt heute geht ja so alles wieder. Wir hatten jedenfalls damals auch das Gehaltsprojekt der Stasis und konnten anhand dessen, damit konnten wir spielen. Das war so eine DBase-Datenbank. Danach konnten wir in etwa filtern, was hat derjenige gemacht. Nach Gehalt konnte man sich in etwa einen Dienstgrad aussuchen. Dann hatten wir so einen Schlüssel drin, dass man wusste, in welcher Abteilung der gearbeitet hat. Man konnte also aus diesem Gehaltsprojekt relativ viel ablesen. Und das hatte ich also mir dann immer im Vorfeld zu ihm geholt. Und dann habe ich das Märchen, was er mir erzählt hat, mit dem verglichen, ob das irgendwo kompatibel war. Weil das war aus meiner Sicht eins der Hauptkriterien. Derjenige muss wenigstens ehrlich mit dem, was er gemacht hat, umgehen. Und wenn man ehrlich ist, dann hat man eine Chance zu verzeihen und so weiter. Wenn man aber in so einer Situation noch rumlügt, schummelt, völlig anderes behauptet, dann hat man nach meinem Verständnis, kann falsch sein oder richtig sein, nach meinem Verständnis hatte man dann jedenfalls verloren. Und das war so ein bisschen die Situation. Und waren Sie denn dann auch derjenige in diesen oft hochkarätig besetzten Kommissionen, der den Daumen hoch oder runter machte? Natürlich nicht formal und nicht offiziell, weil die Entscheidung lag natürlich woanders. Aber man hat ja eine Situation von politisch unerfahrenen Leuten gehabt. Also mit Mavon ganz viele Leute gewählt und gemacht und so weiter. Und politisch besorgten Leute. Alle hatten Angst, was politisch falsch zu machen. Und Zusammenarbeit mit der Stasi war allemal auch für einen Staatssekretär oder Stadtrat falsch und gefährlich. Also man musste da behutsam sein. Und jeder hatte also Angst, was falsch zu machen. Und dann haben die halt irgendwie auf uns Einzelpersonen, denn ihr guckt, dass wir sind jetzt die Fachleute aus der Behörde. Wahrscheinlich wussten wir wirklich ein bisschen mehr. Und aus dieser Situation hat man relativ schnell mitgekriegt, dass die denn sehr darauf gehört haben, was man sagt. Also da hat kein Diskussionsprozess stattgefunden, sondern wenn man sich dann zu jemandem geäußert hatte, dann hatte der ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass dann irgendjemand gesagt hat, den nehmen wir trotzdem. Also das war eine sehr hohe Wichtung halt. Ne? Und das war dann aber auch ein Problem für mich. Irgendwann, was machst du jetzt hier? Wie willkürlich kriegen wir es nur was hin? Und man kann es ja alles mal machen, aber so stellt man sich ja auch kein gerechtes Verfahren vor. Also wir hatten ja noch Unrecht davor und jetzt wollen wir das ja nicht durch weiteres Unrecht und Blödsinn ersetzen. Wir wollten ja eine Verbesserung. Aber und da hatte ich dann so auch erhebliche Bedenken, dass wir da das Verfahren anders angucken müssen.